Wer von euch hat eigentlich dieses Jahr 420 in Berlin gefeiert? Hände hoch. Sehr gut. Dann kennt ihr nämlich den nächsten Speaker. Er hat nämlich schon zig Demos supported oder veranstaltet, wie zum Beispiel das 420-Event. Aber man kann ihn natürlich auch kennen von Exzessiv TV oder von 420 Berlin. Bitte einen ganz großen Applaus für Daniel Stinson-Brückner. Hallo Anfangerade, schön, dass ihr da seid, macht mal Lärm! Ich kann euch nicht hören, haben wir dieses Jahr legalisiert. Ich habe gesagt, Anfangerade, macht mal Lärm! Das klingt doch schon besser. Ja, die erste Hanfparade, wo wir Cannabis endlich entkriminalisiert haben. Ein langer Weg der Ungerechtigkeit hat endlich sein Ende gefunden. Und es ist so schön, heute hier zu stehen. Vor 12 Jahren habe ich angefangen, mich persönlich für die Legalisierung von Cannabis zu engagieren. Es war ein langer, steiniger Weg. Und wie oft habe ich gehört, ach Daniel, du verschwendest deine Energie. Cannabis wird eh nie legalisiert werden. Und heute sind wir hier. Und heute feiern wir zum ersten Mal eine entkriminalisierte Hanfparade, Leute. Aber, das große Aber, wir haben nur einen ersten kleinen Schritt erreicht, Leute. Denn wir haben eine Entkriminalisierung und keine Legalisierung. Das heißt, wir sind noch lange nicht fertig. Denn für mich ist das Thema hier erst zu Ende, wenn jeder von uns in den Laden gehen kann und sein Scheißgras kaufen kann. Und ich kenne viele Leute, die immer mir was erzählen von den ganzen amerikanischen Sorten und von dieser ganzen amerikanischen Kelly-Kultur. Leute, ich muss euch mal eins sagen. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir in Deutschland eine fucking eigene deutsche Cannabis-Kultur aufbauen können. Wenn man sich so anguckt, was in diesem Gras aus Amerika teilweise für eine Scheiße drin steckt, dann will man das gar nicht rauchen, Leute. Hier in Deutschland haben wir so viele Grower und Growerinnen, die auf einem so hohen Niveau anbauen können. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir sind Berlin, wir sind Deutschland, Leute. Genau, und aus diesem Grund, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich heute nicht mit dem 420 Berlin T-Shirt hier stehe, sondern mit Eden Seeds. Wir haben nämlich genau aus diesem Grund heraus eine eigene Seedbank gegründet, wo wir die deutsche Cannabiskultur hochleben wollen. Und dafür habe ich auch meine Freunde mitgebracht. Der eine kann heute leider nicht, von dem soll ich euch ganz lieb grüßen. Der ist heute leider krank geworden und kann nicht hier sein. Ich soll euch aber grüßen. Macht mal Lärm für Richter Müller, Leute! Aber ich habe ja noch mehr Freunde dabei. Ihr kennt die wahrscheinlich alle. Sink von Schore Steinpapier. Mein Freund André, komm auf die Bühne, mach mal Lärm für Sink! Genau. Irgendwie nicht laut genug, was sagst du? Nee, aber das bin ich von den Kiffern gewohnt. Ich finde es auch gerade ganz angenehm, dass es ein bisschen gediegen ist, so in der Stimmung, kommt mir entgegen. Nur er dreht durch die ganze Zeit, ich habe es schon von hinten gehört. So, aber habe ich ja immer einen im Publikum, weißt du ja. Wenn du nicht aufpasst, das passiert bei meiner Show dann auch, wenn einer richtig abnervt, kommt er gefesselt und geknebelt ins Klo. Verstehst du? So, nur um es mal für dich auf den Punkt zu bringen. Also ich freue mich auch. Ja, er nervt so ein bisschen, aber was willst du sagen? Was willst du machen? ja, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Oh mein Gott. Okay, wir sehen mal darüber hinweg. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Genau aus dem gleichen Grund wie Daniel. Wir sind schon lange aktiv, was die Legalisierung angeht. Für mich auch ein wichtiger Schritt, die Entkriminalisierung, auch wenn sich das für euch nur wie ein Teilsieg anfühlt. Für mich ist das ein Riesenerfolg, weil ich habe dafür ewig im Knast gesessen, so die in den letzten 30 Jahren immer und immer und immer wieder. So macht gar keinen Sinn. So, und ich freue mich heute umso mehr, das ist irgendwie wie so ein Stinkefinger an die Justiz. Ich habe meinen eigenen Strain, Mann. Ich habe meinen eigenen Strain gekriegt. Könnt ihr auf dieser Samenbank bei hanfsorte.de bestellen. Ist ein Produkt von Eden Seeds. Six Move Perfect. Auch gut für die Köpfe, die nicht so viel vertragen oder Leute, die gerade anfangen wollen, weil es ja jetzt erlaubt ist.
So ein 15%iger THC-Gehalt, 8% CBD, steuert richtig gut gegen. Kannst du draußen anbauen, gar kein Problem, auch für Anfänger. Also selbst ich krieg's geschissen, das Ding hochzuziehen. So, in diesem Sinne, ihr Lieben, besucht hanfsorte.de, Edensiez, guckt, was die da Schönes haben, lohnt sich auf jeden Fall und wir sehen uns definitiv auf der nächsten Cannabis-Veranstaltung wieder. In diesem Sinne, seid lieb zueinander, habt euch lieb, bis nächstes Jahr, haut rein. Vielen Dank, Daniel und André. Genau, morgen sehen wir uns gleich wieder. Morgen für alle, die noch in Berlin sind, in der Anomalie, ab 14 Uhr bis 20 Uhr. Der Santa Maria Markt, powered by 420 Berlin und Chamber Genetics. Da ist ein bisschen Zusammensein, da wird es Verkaufsstände geben, eine Dab-Bar, Musik, Essen, Trinken. Also, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, 14 Uhr in der Anomalie in der Nähe vom S-Bahnhof Landsberger Allee. Und es gibt aber viele weitere Events hier in Berlin. Also, was ich vorhin angesprochen habe mit dieser Cannabiskultur, da vorne steht mein Freund Pete, der hat angefangen, den ersten Seed- und Stecki-Flohmarkt hier in Berlin zu machen. Alle zwei Wochen. In der Panke, schaut auf jeden Fall vorbei, da findet ihr coole Leute, coole Dinge, coole Pflanzen und so weiter. Und genau, das wäre es erstmal von mir gewesen. Hanfparade, vielen Dank, habt viel Spaß! Sehr nice. So, und jetzt sind wir hier kurz vor dem Abmarsch. Aber ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn wir euch irgendwo doch verlieren sollten, um 18 Uhr, aka 6 Uhr abends, geht's hier weiter.